normal, da Faust geht locker, dann die Haarschichten, ja, die kann ich mit vier Fingern schon durchdrücken. Das ist also nicht sehr hart. Da passt es jetzt gut. Einmal der Schadenseiten, wo alles glitzert, durch die Kitten noch. Da werden wir jetzt reinschauen. Wir sehen da deutlich jetzt die Neuschneeschichten, die geht bis da oben. Und man schaut, die ist ein bisschen dunkler, da ist nämlich eine Haarschicht rein. Direkt unterm Haarsch ist er eigentlich nicht mehr raureif, total bindungslos, locker. Dann kommen nur mehr Schichten. Und da kommen jetzt ganz eine markante Haarschicht, die bis oben ganz dunkel erscheint. Schauen wir uns die Härte ein bisschen an. Normal, da Faust geht locker, dann die Haarschichten. Ja, die kann ich mit vier Fingern schon durchdrücken. Das ist also nicht sehr hart. Hinterbei, da ist dieser eigentlich nicht mehr raureif, ist sowieso total locker. Dann da, Faust, ah, geht näher mehr. Vier Finger gehen da ohne weiteres rein. Härte 2, also das Härte 1, Härte 2. Und da herunten jetzt, da geht nichts mehr. Da geht auch mit einem Finger nichts. Da braucht ihr schon einen blauen Bleistift oder ein Messer. Das ist also sehr kompakt und wird erst weiter unten an den Boden nähen. Da komme ich wieder mit vier Fingern rein. Also ein kleines Handprofil, wie das Schneeprofil für Tourengeher heißt, ist eigentlich recht praktisch, weil ich wieder eine zusätzliche Information kriege. Wenn ich jetzt da kurz reinschaue in die Schneedecken und sehe, die ganze Schneedecken ist kompakt, sie hält gut zusammen, dann weiß ich von vornherein, der Schneedeckenaufbau ist auch in der Schadzeit gut. Nur in der Praxis ist das sehr, sehr selten. Das heißt also, da haben meistens Schwachschichten rein, vielleicht sogar Haarschicht. Und wenn das der Fall ist, dann ist der Schneedeckenaufbau nicht gut. Da muss ich aufpassen, weil bei der geringsten Belastung kann ich ohne weiter schon ein Schneebrett auslösen.